The Kingdom of Bertan, united by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm had to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. But something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. The convicts took control of Corinnes. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore, until the present day. Another convict was brought to the lift. He did not know, but he would change everything. Low risk, high return, they said. You'll never get caught. Of course. Now it's just you and me, my friend. No weapons, no food, just a simple scroll. Who are you? What's happening down there? What the? Oh! Oh, that was close. Oh, shit! Let's light this up. Oh, good. That'll do, I hope. Where are we? What a mess. What's going on here? God damn. Let's get the hell out of here.
Und damit herzlich willkommen zum Gothic Playable Caesar. Ja, wir sind hier abgestürzt von dort oben. Und es sieht hier ganz schön heiß aus. Deswegen wir uns hier mal ganz schnell verdünnisieren. Aber zuvor möchte ich mal kurz in die Einstellung gucken. Auch um euch zu zeigen, was man denn hier alles einstellen kann. Ich muss hier mal ganz kurz die Tasten. Ja, man kann die Sprache auf jeden Fall umstellen. Untertitel kann man einstellen, was ihr jetzt natürlich wählenswert ist. Mausempfindlichkeit und weiter. Die Steuerung kann man hier sich angucken. Dann kann man so kann man den Fenstermodus einschalten und alles Mögliche hier noch einstellen. Ich dachte, das war in Ordnung. Das hat die extra so eingestellt. Und die Lautstärke natürlich. Natürlich können wir das Spiel auch speichern. Und ja, das sieht hier unten nicht gerade gemütlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ich bin ein Riesen-Gothic-Fan, wie ihr ja bestimmt alle schon wisst. Zumindest die, die mein Gothic 1 Let's Play geguckt haben. Daher, ne? Ich liebe Gothic. Deswegen kam ich auch nicht drum herum, dieses schöne Spielchen hier zu spielen. Und okay. Gut. Ja. Deswegen dachte ich, das bist doch super. Jetzt, wo mein neuer PC da ist. Will ich mir hier alles angucken. Ganz Detail. Da oben sieht man die Barriere. Dass sich da so schemenhaft abbildet. Gehen wir hier mit. What the heck's going on? Yes. Das frage ich mich auch. Oh, shit. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt nichts Böses wie meines. Oh, God damn it. So. Let's get the hell out of here. Ja, bin ich für. Ich, bin kein Fan von düsterer Dunkelheit. Der sieht nicht mehr gesund aus. Ich hoffe, der hat eine Waffe dabei. Das wäre Gold wert. Oh my God, what the hell? This place, some people's luck is worse than mine. Appetitlich. I'll leave it here for a moment. Right. You don't mind if I take this with me, do you? I need it more than you do at the moment. Come on, my pretty! Come with me! Oh, God damn it! Shit! It's broken. Well, this is better than nothing, I guess. Okay, easy boy. Let's make it easy for both of you. Okay, calm down. Worst prison ever. Definitely. Yep. I have to get out of here as soon as I can. Bin ich ganz deiner Meinung. In diesem Gefängnis möchte ich selber nicht leben. Reingeschmissen werden. Nicht, dass ich in überhaupt irgendein Gefängnis möchte, aber das hier ist kein 3-Sterne-Gefängnis. Überlege ich es mir aber dreimal. Das ist doch nur Tomatensauce. Oder Erdbeersauce? Vielleicht? Ein bisschen auf dem Boden verteilt, aber okay, vielleicht ist es doch keine Erdbeersauce? Oder Ketchup? Vielleicht ist es doch das, was man denkt. Passiert. Man, what a mess. Mm. Oh, come on. Oh.
hinter dir. It can't be real. Ah, doch. Stell dir vor. Hello. You've already had your time, right? Then I'll be on my way. Okay, okay, easy now. There's nothing to worry about. Okay, I'll stay where you are. Don't make me hurt you. Oh, let me go. Well, you guys asked for it. Keine angenehmen Zeitgenossen, würde ich mal behaupten. So, jetzt haben wir hier ein kleines Tutorial. Kampf, die Haltung. Bewege die Maus, um deine Haltung zu ändern. Angreifen und abblocken kannst du in drei unterschiedlichen Richtungen. Diese Angriffe können von links nach rechts, von rechts nach links oder nach vorn ausgeführt werden. Schneller Angriff. Drücke die linke Maustaste, um einen schnellen Angriff auszuführen. Schnelle Angriffe verbrauchen wenig Ausdauer und sind ganz nützlich, wenn man Angriffe der Feinde kontert. Obwohl sie einzeln nur moderaten Schaden verursachen, können sie in verketteter Form dem Gegner doch erheblichen Schaden zufügen. Starker Angriff. Drücke die rechte Maustaste, um einen starken Angriff auszuführen. Starke Angriffe verbrauchen mehr Ausdauer und benötigen einen Moment, bis sie mit voller Kraft ausgeführt werden können. Beim Treffer verursachen sie bei einem Feind dann aber kritischen Schaden. Abblocken. Greift dein Feind dich an und deine Haltungsrichtung entspricht der Richtung seines Angriffs, dann wird dieser Angriff automatisch abgeblockt. Ausweichen. Drücke die Leertaste, um vorzupreschen. Beim Ausweichen machst du einen kurzen Sprint in eine beliebige Richtung. Das Abblocken mancher Angriffe kostet viel Ausdauer und du kannst dich dabei sogar verletzen. Hast du es mit einem solchen Angriff zu tun, dann ist das Vorpreschen wohl deine beste Option. Ziel wechseln. Drücke Alt, um zu wechseln, welchen Feind du anvisierst. Angriffe von nicht anvisierten Feinden abblocken. Bewege die Maus, um deine Haltung zu ändern. Wenn ein nicht anvisierter Feind vorhat anzugreifen, dann kannst du seine Angriffe abblocken. Änderst du deine Verteidigungshaltung in die Richtung seines Angriffs, dann wird der Angriff automatisch abgeblockt. Die Angriffsrichtung ist in deiner Haltungsanzeige zu sehen. Gut. Dann lassen wir es doch mal. Okay. Da ist jetzt die Ausdauer leer. Aua. Langsam. Das geht schon wieder auch nicht. Congratulations on surviving your first day. Good morning. I hope you slept well. Oh, good morning. Yes, I believe I did. Although I don't remember very much of what happened yesterday. You discovered the local fauna. Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Luckily, I arrived to hunt something for breakfast. Better than you, eh?
Their meat is a bit tough, but it tastes better than rookie meat. By the way, we haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. Yeah, that's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. That's what people say anyway. I'm gonna call you Rookie. All right with you? Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you when we leave. It's an unusual document. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. You'll have plenty of time to work them off here. If you live long enough. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. So, nun können wir Diego auch endlich antworten. Warum haben die mir ein so wichtiges Dokument gegeben? Why did they give such an important document to me? I suppose they entrusted that it would reach its intended recipients. Whether you were alive or dead. Many rookies don't survive their first day. Especially their first night. Those who pick up the dead bodies and recover the scrolls are paid very well by the mages. There are people here who can make anything into a job, and the desperation doesn't help. You're not as special as you thought. Hey, rookie. Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez. Shortly. But before we leave here, do you have any questions, Rookie? Jo, so die ein oder andere Frage habe ich sicherlich. Was mir auf jeden Fall im Vergleich zum alten Gothic auffällt, ist Diego nicht. Diego hat irgendwie eine ganz komische Art hierbei an sich. Finde ich persönlich. Denn Diego war früher einer meiner Lieblingscharaktere. Ich finde ihn so ein bisschen seltsam. Aber das ist vielleicht auch nur so erstmal der Ersteindruck. Also, was soll ich über diesen Ort wissen, der sich Kolonie nennt? So, what do I need to know about this place? Let's start with the basics. We call it the Colony. And we produce ore for the King. At least that's what we do at the old camp. Inside the barrier, there are three camps. And if you want to stay alive, you'll have to join one of them. The old camp is the largest and oldest of the three. And, well, part of my job is also to tell the new arrivals that it's the best place for them. Okay. Nehmen wir mal an, ich wollte mich dem alten Lager anschließen. Was müsste ich dann tun? Let's say I want to join the old camp. What do I have to do? That would be wonderful news. No doubt about it. You should go to the castle gate. There, you'll find a man called Thoris. Tell him, I sent you.
Thoros isn't the friendliest person on the planet, but he knows what he's doing. He'll tell you who you have to win over to be accepted. Und wie finde ich das alte Lager? How do I find the old camp? Take this path. Past the clearing with the old tree, there's a guard post. And an abandoned mine. If you go through it, you'll get to the old camp. However, the door is closed for security reasons until I issue the order to open it. I'll go there after breakfast. You can come with me if you want. Vorhin hast du jemanden namens Gomez erwähnt. Wer ist er? Earlier you mentioned someone named Gomez. Who is he? Gomez is the leader of the Ore Barons. He's the head of the old camp. The most powerful man in the colony. He's responsible for guaranteeing the ore shipment to the king and maintaining order in the only civilized zone inside this barrier. He's rather peculiar. A man of refined tastes and expensive indulgences. You'll see what I mean when you get to know him. Und was ist mit den anderen Lagern? And what about the other camps? Listen, Rookie. Alongside the old camp, the new camp and the sect are nothing more than carnivals of mayhem and looting. In the old camp, you'll encounter people from those places who can better explain to you how things work here. As for me, I'll just tell you that the people in the new camp are a bunch of thieves and no scruples. And the people in the sect are all madmen, obsessed with certain herbs. As you can see, I'm speaking from a position of absolute impartiality. Diego fuchtelt auf jeden Fall gerne mit den Händen rum. Und geht wie eine Frau. Warum hast du mir geholfen? Why did you help me? You were in trouble. And I happened to be passing by. Call it honor. Call it justice. No one should have to fight without a decent weapon and a fair shot at winning. But above all, I helped you because you're a rookie. And my job is to give you rookies an opportunity. Look, rookie. The colony is very dangerous, and even more so at night. Never leave the camps without being properly equipped. Besides, all you newcomers have the curious habit of getting yourselves into trouble. But I won't always be around to help you. Speaking of trouble, the scavengers were about last night. Did you see the attack on the lift? Yes, I was part of the cargo in the lift when it happened. Very interesting. Stich mich nicht ab. We're still investigating what happened and who was responsible. I think your testimony might be valuable. When we reach the old camp, you should speak to Gomez. I'm sure he'll be very interested in hearing what you have to say. Thank you very much. I don't have any more questions.
Don't mention it. It's always a pleasure. Hey, you showed promise in the fight, but that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone, near the elevator. I'm sure you'll find something useful there. When you get a decent weapon, come back and we'll go to the old camp together. So, und damit dürfen wir uns jetzt auch wieder frei bewegen. Und dann schauen wir doch erstmal in unserem Inventar. Derzeit hast du keine Gegenstände. Okay. Wir haben ein zerbrochenes Langschwert mit Angriffsschaden 5. Boah. Rüstung haben wir keine, Tiertrophäen haben wir keine, verschiedene jetzt auch nicht. Questgegenstände haben wir natürlich diese wunderbare Schriftrolle. Schluss haben wir nicht, Magie besitzen wir nicht. Also, weiter. Hier haben wir unser Quest-Tagebuch. Ein ordentliches Schwert. Nach allem, was gestern Abend vorgefallen ist, wäre es unklug, ohne eine ordentliche Waffe loszuziehen. Ich sollte auf Diego hören und mir etwas Brauchbares suchen, mit dem ich mich verteidigen kann. Suche in der Handelszone eine brauchbare Waffe. Die rote Schriftrolle. Diego behauptet, diese rote Schriftrolle würde sich von den anderen unterscheiden. Aber warum? Was ist daran so besonders? Und wer sind die Feuermagier? Warum sind sie daran interessiert? Und was kann ich aus all dem schlussfolgern? Der beste Weg, die Antworten auf die vielen Fragen zu finden, ist vielleicht ins alte Lager zu gehen. So. Dann hätten wir hier natürlich noch Nebenquests, die wir aber gerade nicht besitzen. Tutorials, die wir uns ja schon angeguckt haben. Dann gibt es hier ein Glossar. Mit Diego, Anführer der Schatten. Altes Lager. Diego ist mit seinem Schwert ebenso gut wie mit seiner Zunge. Da bin ich sicher. Mit beidem hat er sich den Respekt sowohl der anderen Soldaten im alten Lager als auch seiner Lehrlinge verdient. Ob davon überhaupt noch welche leben? Gedankennotiz sollte ich zu meinem eigenen Wohle überprüfen. Wo ist er hergekommen? Welches Verbrechen hat er begangen? Das werde ich irgendwann herausfinden müssen. Denn er passt hier ganz offensichtlich nicht hin. Bestiarium. Dann haben wir hier die Orte. Die Handelszone. Der Handel mit dem König hat diesen Teil der Kolonie in eine Gegend voller riesiger Kräne, Kisten und Loren verwandelt. Zumindest bis gestern Abend. Was zum Teufel ist passiert? Und was war das für eine Explosion? Wichtige Aspekte. Einzigartige Handelsposten zwischen der Außenwelt und der Kolonie. Dort finden sich die verschiedensten Waren von den allereinfachsten bis hin zu den Luxusgütern. Gestern Abend hat jemand den Aufzug und seine Wächter angegriffen. Die Kolonie. Die Kolonie ist die umgangssprachliche Bezeichnung für das berühmte Minenteil von Korinnes. Seit der Ausdehnung der Barriere ist die Kolonie zu einem geschlossenen Bereich mit mehreren Lagern, Minen, einige davon noch aktiv und vielen unerkundeten Gebieten geworden. Abgesehen vom Handel mit dem König ist wenig über die aktuelle Lage dort bekannt. Daher ist sie zu einer reichhaltigen Quelle für Gerüchte und zunehmend unglaubwürdigen Geschichten geworden. Gott, diese Katzenhaare nerven gerade so. Das kitzelt im Mund. Also im Rachen. Wie so ein scheiß Hafer schluckt. Wichtige Aspekte. Ein riesiges Bergbaugebiet, das von einer magischen Barriere begrenzt ist. Lebewesen hineinlässt, aber nicht hinaus. Der Großteil der Bevölkerung lebt dort in den drei Hauptsiedlungen, Altes Lager, Neues Lager und Sektenlager. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Lager ist die Kolonie ein gefährlicher Ort, an dem das Schicksal der Menschen, Orks und anderen Tieren vom Recht des Stärkeren bestimmt wird. Altes Lager. Das Hauptlager der Kolonie ist außerhalb der Barriere berüchtigt dafür, ein skrupelloser und feindseliger Ort zu sein. Offenbar herrscht dort ein ehemaliger Häftling mit eiserner Faust. Diego besteht allerdings darauf, dass wir gehen, daher werden wir bald erfahren, was davon Wahrheit und Legende ist. Wichtige Aspekte. Lange Zeit war dies eine Strafkolonie im Dienste des Königs. Im Krieg gegen die Orks organisierte Gomez, ein Gefangener, einen Aufstand und ernannte sich selbst zum neuen Anführer. Heute ist es
ist es die größte Stadt in der Kolonie und das Haus der Feuermagier. Diegos Lager. Diego hat es irgendwie geschafft, dies wie ein Zuhause aussehen zu lassen. Das Lagerfeuer brennt ständig vor sich hin, die Aussicht ist einmalig. Ein altes Haus auf dem halben Weg zwischen dem alten Lager und der Handelszone. Diego nutzt diesen Raum als Schutz von nachtaktiven Tieren und schlechtem Wetter. Großartige Aussicht ermöglicht es, dem Belia-Tempel sowie den Zugang zu den alten Gleisen zu überwachen. So, dann musste ich gerade wieder husten. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich hoffe, ich werde nicht schon wieder krank. Denn mein Freund hat gestern nämlich auch schon wieder so ein bisschen rumgehustet, rumgekränkelt. Und bei meinem Glück kriege ich es jetzt nämlich auch. So, Schrift und Rezepte haben wir ebenfalls nicht. Dann haben wir hier das Charaktermenü. Stufe 0 bis XP 2000, ne? So, dass es dann hier mehrere Stufen gibt. Dann gibt es natürlich einhändige Fähigkeit, zweihändig, Bogen, Armbrust, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl, Schleichen, Akrobatik, Magie, gesamte Spielzeit, 53 Minuten. Ganz. Aber okay. Ja, Salem. Gilde haben wir natürlich keine. Stufe 0, Erfahrung 0, nächste Stufe. Oder? Das ist natürlich nicht möglich, da das ja die Demo ist. Denke ich mal. Attribute. Lebenskraft, Ausdauer, Mana, Stärke, Geschicklichkeit. Und dann natürlich unsere Rüstungswerte, die gleich 0 sind. Weltkarte haben wir nicht. So. Und damit können wir jetzt auch loslegen. Würde ich mal sagen. Und dafür gehen wir mal hier entlang. Oder? Oder? Nee, wir gehen, glaube ich, mal hier lang. In die andere Richtung. Weil hier habe ich nämlich auch schon was gesehen, was man einsammeln kann. Und zwar die altbekannte Blaubeere. Erkundung sprinten. Halte Shift beim Bewegen gedrückt, um schneller zu rennen. Ausdauer. Bestimmte Aktionen, zum Beispiel das Sprinten und Angreifen, verbrauchen Ausdauer. Deine Ausdauer regeneriert sehr schnell, sobald du jene Aktion, die sie verbrauchen, beendest. Geduckt gehen. Drücke C zum geduckten Gehen. Solange du geduckt bist, kannst du dich heimlich fortbewegen und wirst von Feinden nicht so schnell bemerkt. Klettern. Drücke Leertaste, um an Kanten oder Leitern hochzuklettern. Schnellzugriffmenü. Drücke oder halte Tab, um das Schnellzugriffmenü aufzurufen. Gut. Ja, wir haben jetzt eine Blaubeere. Eine schöne, gute Blaubeere. Also grafisch finde ich es echt mega schön. Kann ich nicht anders sagen. Blaubeere und hier ist eine Fleischschwanze. Ich freue mich, dass man sie einfacher töten kann als früher. Hallo. Hallo. Lass mich hinauf. hier liegt Erz. Müsste, glaube ich, auch immer noch die Währung in Gothic sein. Denke ich mir mal. So, was ist denn hier unten? Wir wollen jetzt mal nicht hier runterfallen. Natürlich brauchen wir einen Dietrich. Also merken wir uns das für später. Vielleicht finden wir ja hier noch einen. Wäre ja gut. Ja, Salem. Ist doch alles in Ordnung. Tja. Da hinten ist auch wieder eine Kiste, aber ich glaube, das merke ich mir auch mal für später vor.
Oh, da sind Wölfe. Aber gegen die will ich, glaube ich, noch nicht kämpfen. Nicht mit unserem kaputten Schwertchen, was wir hier haben. Ich glaube, das wäre jetzt noch nicht so super. Schön sieht es auf jeden Fall aus, aber ich finde es ein bisschen überbelichtet. Ganz leicht. Also zumindest kann man halt nicht in die Ferne richtig gucken. Ich habe aber schon versucht, die Einstellung zu ändern, aber bleibt es bei der Helligkeit. Ansonsten ist es nämlich zu dunkel fürs Aufnehmen. Ich kann nicht noch 30.000 Änderungen machen. Selbst dann sieht es nicht besonders schön aus. Aber ansonsten soweit. Die Grafik. Ordnung. Da finde ich gut. So, na, wer ist denn da? Ich glaube, ich speichere da mal lieber. Ich habe ja keine Ahnung, wer das da ist. Und ein Schwert? Hier ist ein Schwert. What do you think you're doing, Rookie? Okay, I'm sorry. My mistake. It won't happen again. Okay, gut. Dann reden wir einfach mal mit Caden. Oh, awesome. I don't think Gomez will miss this. Hey! Oh, hello. I didn't hear you coming. I'm looking for, well, clues about last night's disaster. I see. Well, I have to settle this soon. Gomez has little patience, and I have other, more urgent problems to attend to. Du bist also... So, you are... I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I worked the morning shift. And this is Rufus. Well, what remains of him? Das war mein Rufus. He had to work the night shift. So as you can imagine, I feel particularly fortunate. Now it's up to me to find out what the hell happened here. And try to recover what might still be useful for the old camp. Was für dringende Probleme hast du denn? What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp you could never trust anyone, and even less of those who called you friend. Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. They know it's important to me. But they would sell their mother in order to get some ore in the black market. Wie sieht der Anhänger denn aus? What does the pendant look like? You'll recognize it easily. It is made of metal and has the shape of the god Adonis. No incrustations, no jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Wer sind diese alten Freunde? Who are these old friends? They were more than friends. In fact, they were former business partners. We had our differences, and in the end, we decided to dissolve the business, but I never thought they would dare steal from me. Also gut, lass uns deutlich werden. Wenn ich dir helfe, was kannst du mir dann im Gegenzug anbieten? Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me, what are you looking for? Or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. Okay. I won't tell Gomez anything if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saras and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people.
You'd better be prepared for anything. Okay. So, dann schauen wir uns zuerst mal hier an der Stelle hier um, was es hier so alles gibt und was wir alles mitnehmen können. Anscheinend wieder Pfeile. Das ist sehr gut. Und ein Dietrich, auch das ist gut. Dann können wir nämlich in die Richtung nachher noch gehen. Sobald wir ein ordentliches Schwert haben. Denn ich möchte hier nicht gegen irgendwelche Viecher zu kämpfen. Solange ich nur so eine abgewetzte Klinge habe. Bringt uns ja alle nicht weiter. Vor allem sterbe ich dann wahrscheinlich vorher noch. Ich habe ja echt so die leise Hoffnung, oder denke mal, dass das hier echt gar nicht mal so schlecht ist. Was mich halt stört, ist die deutsche Stimme, die englischen Stimmen so ein bisschen. Da ich ja die Spiele halt nur auf Deutsch kenne. Und ja, die englischen Stimmen hören sich jetzt an, finde ich. Ich meine, gut, dass es vielleicht nicht mehr alle Original-Gothic-Stimmen gibt, ist logisch. Aber man könnte es ja trotzdem zwischen versuchen. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Nein. Okay. This circle is the colony. And this is where the elevator exploded. What? Okay, das ist cool. Schön. Echt schön. Ja, das gab's im alten Gothic nicht. Da hat man sich dann einfach an eine Wand gestellt. Also nicht man selbst, das ging nicht. Aber da haben sich dann manche NPCs dann halt einfach gegen die Wand gestellt und da dann Wasser gelassen. Beziehungsweise ein ganz bestimmter. Die Leute, die mein Let's Play gesehen haben, die wissen auch. Jedenfalls ist eine Empfehlung, sich das mal anzugucken. Wenn man das möchte. Ich bringe da keinen zu. Okay. Hier ist also soweit nicht viel. Hier liegen noch ein paar Flaschen rum und eine Fackel und ein verbranntes Buch. Was er irgendwie gerade nicht aufnehmen will jetzt. So. Hier ist noch einer Fleischschwanze. So, ich guck mal auf die Zeit. Gut, den haben wir noch. Dann gucken wir doch hier mal und sammeln ein paar Blaubeeren. Ich will zumindest auf die 50 Minuten kommen. Das sind wir jetzt noch nicht ganz. Okay, ich höre hier Kampfgeräusche. Ich glaube, die kommen von da oben. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jetzt sehe ich jetzt gerade so nicht. Doch, müsste von da oben kommen. Ja, da hinten. Speichern wir einfach mal. Und ich glaube, das sind unsere beiden. I'm sorry, Betty. It's the best for everyone. You! Caden sends you to kill me, right? Freaking bastard! Whoa, what? Waffe ziehen, wegstecken. Drücke R, um deine ausgewählte Waffe zu ziehen oder wegzustecken. Wenn du Feinde anvisierst, hast du eine große Kontrolle über deine Bewegung und kannst genauer zielen. Drücke Strück, um
Steuerung, um auf den Feind zu zielen, der am nächsten. Ich versuche echt immer noch dieses Kleingedruckte zu lesen. Gott. Ausdauerstrafzeit. Sollte dir oder deinem Gegner die Ausdauer vollständig ausgehen, dann folgt eine Strafzeit von mehreren Sekunden, bis die Ausdauer wieder anfängt, sich zu regenerieren. Während dieser Strafzeit kannst du nur abblocken und parieren. Angreifen, vorpreschen oder sprinten ist dann nicht möglich. Blockst du während dieser Strafzeit einen starken Angriff ab, so wirst du für ein paar Sekunden betäubt. Nutze deine Ressourcen so effizient wie möglich. Parieren. Drücke Mausrad, um den Angriff deines Feindes zu parieren. Das Parieren kann bei den meisten menschlichen Feinden genutzt werden. Machst du im richtigen Moment eine Parade, so prallt der feindliche Angriff ab und der Feind ist für ein paar Sekunden betäubt und verwundbar. Okay. Achso, Quatsch. Gar nicht schlecht. Ach, da hatte ich jetzt gerade mal Strafzeit. Na komm. No, wait! Don't kill me! Let's talk, please. No, please! Appetitlich. So, Barracks Logbuch, Barracks Schlüssel. Gegenstände. Drücken Sie I, um das Inventar zu öffnen. Objekte im Inventar bieten wertvolle Informationen, mit denen du während deines Abenteuers Zweifel ausräumen kannst. Du würdest sie dir von Zeit zu Zeit ansehen. So, Sarus Würfelkästchen, Münzenkönigsbier, Erzbrocken. Aber ein Talisman ist nicht dabei. So, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen was an Sachen. Munition für Bögen, Rüstung, Verschiedenes. Band des Buch. Barracks Logbuch. Eine Auflistung gestohlener Objekte sowie geheime Markierung ihrer Ablagerorte. Die Notiz ist gut verschmiert und beschreibt eine Gruppe von Objekten sowie ihre Nummerierung. Darunter befindet sich noch eine Skizze eines Gesichts. Der gestohlene Anhänger. Okay. Ja, interessant. Da haben wir dann noch die Dietricher. Ja, gestohlene Anhänger. Sarus und Barrack, ehemalige Partner und Freunde von Caden, haben ihm einen Anhänger gestohlen, für ihn einen enormen ideellen Wert hat. Wenn ich ihn zurückholen kann, wird Caden mir Rufus Schwert geben. Vermutlich braucht er es ja auch nicht mehr, nicht wahr? Ja. Gut, aber wir sollten trotzdem mal mit ihm reden, dadurch, dass die Sachen nicht hier waren. Und ich die Hoffnung habe, dass wir vielleicht, falls wir den Anhänger doch noch finden sollten, vielleicht für uns behalten können. Ihr wisst ja ungefähr, wie ich in Gothic so leicht ticke, da behaupte ich mal was für mich. Mache ich im echten Leben ja nicht so, ne? Aber in Gothic, warum nicht? Da breche ich auch gerne meine Häuser ein. Oder früher jemand aus seinem Haus. Hey, Schwanze! Der fängt die an zu zittern. So. Dann gehen wir doch erstmal wieder zurück. In der Hoffnung, dass es vielleicht funktioniert. Vielleicht haben wir ja Glück.
Vielleicht belohnt er uns ja damit. Trotzdem. Hier hin geht er. Ich speichere aber lieber mal. Kennt mich ja. Lieber von mir sicher gehen. Quest abschließen. Herr Caden, ich bin wieder da. Ich denke, ich konnte das Rätsel um den Diebstahl und den Anhänger lösen. Hey, Caden, I'm back. I think I've been able to solve the mystery of the robbery and the pendant. Oh, really? Wow, that was fast. Okay, tell me. Did you get the key? I mean, the pendant. Oh nein, tut mir leid, das war kein Anhänger. Da war kein Anhänger. Vermutlich ist das schon auf dem Schwarzmarkt verkauft worden. Oh no, I'm sorry. There was a pendant. It's probably already been sold on the black market. What? No, that's not possible. They would never have sold the pendant on the black market. You're lying. Du hast gesagt, Saurus und Beric hätten dich bestohlen, um ihn zu verkaufen. Es gab überhaupt keinen Anhänger, aber ich wäre beim Versuch, ihn zurückzuholen, fast gestorben. It was you who said Saurus and Beric robbed you in order to sell it. There was no pendant, but I almost died trying to get it back. Okay. Well, all right. Maybe I invented some context to convince you. In any case, what happened to Saurus and Beric? Are they still alive or not? Als ich ihn traf, war Beric schon tot und Saurus griff mich an. Ich hatte keine andere Wahl, als ihn zu töten. When I arrived, Beric was already dead and Saurus attacked me. I had no choice but to kill him. I don't get it. You killed Saurus and Beric and they didn't have the pendant. I don't know. There's something here that doesn't fit. Are you sure you searched the bodies well? Yeah. Well, look. I can't waste any more time with you, okay? Take the sword and get out. Ja, wir dürfen uns aber das Schwert nehmen. Wenigstens etwas. Sprich mit Diego, aber das machen wir natürlich noch nicht. Denn... Was habe ich denn jetzt hier schon wieder? Ach, das ist schon ausgerüstet. Okay. Das hat er schon von selbst ausgerüstet. Gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, ich beende hier erstmal den Part und wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal, da werden wir das Ganze dann hier... Ich weiß nicht, wie lange die Demo ist, deswegen schauen wir dann einfach mal. Jetzt sehen wir uns dann auf jeden Fall beim Mal. Ciao.